Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Story. Ja, speichern ist immer gut. Auf jeden Fall. Und dann, falls es ankommt, machen wir vielleicht noch ein bisschen Freispielmodus, um Scheiße zu labern. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es ankommt, wie es ankommt. Schon wieder Episode 1. Die dunkle Bedrohung, und zwar diesmal Kapitel 2. Absatz 4. Ja, genau. Invasion von Naboo. Die Handelsföderation hat mit dem Angriff auf den friedlichen Planeten Naboo begonnen. An Bord des Landungsschiffes landen Qui-Gon und Obi-Wan gemeinsam mit den Invasionstruppen auf Naboo. Sie müssen die Verteidiger des Planeten finden, bevor es zu spät ist. Punkt, 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 Punkt. Dum, dum, dum. Ganz wichtig, 4 Punkte. Natürlich. Um die Dramatik zu unterstreichen. 1-11. Du hast jetzt... Achso, ich dachte, du hast jetzt übersprungen. Nein, will ich nie tun. Ein ganz leichter Lag, aber... Ja. Kann man verzeihen. Das ist Stop-Motion-Lego und so, verstehe ich. Ja. Da gibt's auch ein paar richtig geile Sachen. Auf jeden Fall. Ohne jetzt mal zu viel Werbung machen zu wollen, aber ein recht großer... Igitt, eingangen! Tötet ihn! Tötet ihn! Arti, das sind Freunde. Kein Futter. Lass die Gangens jetzt erstmal Gangens sein. Ja, ich sag dir. Was sagst du mir? Ich sag dir, der ist der Overfeind. Ja, nur weil er die Rebellion da in Schwung gebracht hat. Was ist das? Achso, da brauchen wir einen mit Gewehr. Ah, okay. Ja, überleg mal. Da, wenn's da. Gangens. Nein. Wer war es, der vorgeschlagen hat, den obersten Kanzler mit Sonderrechten auszustatten? Das ja. War der Unsympath des gesamten Star Wars Universums. Ja, hast ja schon recht. Aber das ist halt irgendwie cool, dass so ein im ersten Moment absolut unwichtiger, dämlicher Charakter so eine Entscheidung trifft. Und dafür für so viele schuld ist. Das ist halt schon irgendwie cool. Ja. Wenn du es jetzt mal ernsthaft betrachtest. Ich weiß nicht, da scheiden sich sicher auch die Geister. Viele finden Jar Jar Binks einfach der geilste überhaupt. Nein. Und doch, nein. Es gibt welche, die mögen Jar Jar. Glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Glaub dem alten Mann. Der weiß Bescheid. Oh, gibt's über Hits. Ey, so kriegen wir den wahren Jedi nie voll. Ach, gerade wo ich den Gang entwürgen wollte. Nixies! Überfahr ihn! Tja. Ja, dann musstest du jetzt zwischengehen, ne? Natürlich. Ja. Ich mag ihn! Ja, genau. Mich sie mögen, Chacha! Ach Gott, jetzt geht das los. Mich der Freund! Mich der spielen, Jaja, jetzt! Stirb, Jaja! Nein! Ich komm dich holen! Ich komm dich holen! Wer bin ich jetzt eigentlich? Mich ja, jetzt großen, bin ich Qui-Gon. Mich der großes Kämpfer! Mich sie nichts mehr lenken können. Ah. Ich hab dich gemachtet! Mich sind doof. Ja, okay. Mich sind Münzen sammeln. Du sie mich sie brauchen werden. Ah, Druidis. So, mach mal, komm mal, geh mal rüber. Ja, hier, komm. Hä? Wer ist jetzt der Große, hä? Dann mach dir da mal den Hebel da. Ich bin schon wieder gemachtet. Ja, macht. Wissen ist Macht, nix wissen macht auch nix. So. Das ist halt der einzige Grund, warum man Jar Jar hier braucht, weil er so gut hüpfen kann. Und hier können zum Beispiel nur Kopfgeldjäger hin. Das ist wieder so eine Stelle. Obi-Wan. Ah, okay. Was ist... Das ist übrigens Boba Fett, der da auftaucht. Ja. Wirklich Boba oder Django?
Zu dem Zeitpunkt wird es wohl noch Django sein. Ja, eben. Ja, das sieht man ja. Boba hat einen grünen Helm. Ja, stimmt. Ach so, Macht. Ja. Wissen, es macht nichts. Geht das schon wieder los? Jar Jar mal eben da hoch, genau. Ja, ich spiele nur Jar Jar, wenn der im Spiel vorkommt. Ja, ich glaube, Arti wird das deswegen nicht. Deswegen hat er den blauen auch übersehen. Ah! Ja, und du hast die Klippe übersehen hier. So. Da leben wir soweit okay. Dann weiter. Das ist so wuselig. Ja, das ist halt. Es macht halt auch irgendwie den Stil aus, finde ich. Ah, da unten ist wieder alles kaputt. Großes Chaos, Saiyan. Super heftig, Druidis. Oh nein, ich entsinne mich noch. Da gibt's doch auch nachher Level, wo man keine Jedis bei hat, ne? Ja. Oh Gott. Ah, da muss man dann später mit den Jedis rein. Ich hab's fast hingemachtet. Gemachtet, das sollte eigentlich auch in den Duden, finde ich. Gemacht. Wow. Master Lag. Lag mich doch am Arsch. Power up! Was passiert, wenn Jar Jar ein Power up einsammelt? Bekommt er dann rosa Fingernägel? Hat er überhaupt einen Angriff? Nein. War klar. Der ist nur just for the lols. Also für solche Springsachen, da ist er dabei. Zum Beispiel hier ist jetzt auch wieder so eine Stelle. Aber quasi so hüpf. Ja. Ah, jetzt hast du ihn wieder kaputt gemacht, wo ich ihn gerade brauche. Da kannst du dann, da oben sind nämlich noch Münzen und damit kriegen wir wahre Jedi zusammen. So. Zack. Ah, 50%, 58. Aber, weißt du, ich bin auf jeden Fall dafür, wenn das gut ankommt, dass wir auch die anderen Lego-Spiele, zumindest, also auf jeden Fall Batman machen. Batman, ja. Wie gesagt, wenn der zweite Teil auch noch rauskommt, dann bin ich auf jeden Fall voll dabei. So. Auch so gerne ich Jar Jar Spiel, aber jetzt brauchen wir erstmal in sich. So, und jetzt noch den Kopf aufsetzen, gut. Ah, genau. Die Dinger, die sind teilweise echt einfach und dann manchmal wieder total perfide versteckt. Ja. Das ist voll lustig. Ja, es passiert nichts, wenn du es mehrfach aufsetzt. Nein, ich dachte, da mit dem Ding passiert noch irgendwas, das kann auch irgendwie bewegen. Ach so, nee. Ja, hatte ich auch beim ersten Mal gedacht, dass das irgendwie ein Fahrzeug wird oder so. Wäre halt auch geil. Ah, das PvP ist ein bisschen nervig. Ich meine, wenn da Kinder dran sollen. Wir müssen noch jetzt nach Gangan City. Oh mein Gott, wenn jemand noch nicht Star Wars geguckt hat, habe ich ihn jetzt voll gespoilert. Nur die Gangans da links und rechts von Chef Boss oder wie der heißt. Boss Ness, genau. Chef Boss Hitler, keine Ahnung. Wer ist hier der Gangan-Fan? Ich bin Gangan-Fan, das ist doch kein Gangan, das ist der Cousin von, wie heißt er wieder, Das ist der Jabba. König, der König der Gangan. Der Neger, ja. Also, den wahren Jedi haben wir nicht geschafft. Ja. Aber egal. Aber vier Teile von dem Jetta oder was das ist. Das ist doch schon mal was Schwert. Wo ich gespannt bin, Die dunkle Bedrohung. Kapitel 3. Ich dachte, ich lese jetzt vor. Flucht von Nabu. Boss Ness, der Anführer der Gangans, da ist es ja, weigert sich den Menschen Nabus zu helfen. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi verlassen daraufhin seine Unterwasserstadt und eilen zum Königspalast in Teed. Als die Kampfdruiden der Handelsföderation in Teed einmarschieren, können Königin Amidala und ihr treuer Beschützer Captain Panaka nichts tun, um die Invasoren aufzuhalten. Das ist perfide, ne? Wenn man Obi-Wan gewöhnt ist und dann kommt noch so ein Kenobi hinten dran. Ja, genau. Da ist Obi-Wan. Kenobi. Ja, ne. Ich dachte erst, Obi wäre sein Vorname und Wan wäre sein Nachname. Und Kenobi ist der Ehrentitel. Genau. Ja, warum nicht? Hier, bitte wieder. Padme ist auch ein Kenobi, ja. Was? Nein.
Das ist Padme. Ja, das ist Padme. Da hast du recht. Ja. Oder ihr Double, je nachdem. Ja. Und man weiß es so nicht unter der Schminke. Ja. In your face. Ich bin da. Ach ne. Wo habe ich eigentlich einen roten Fleck hier? Wo habe ich immer diese Kopfschmerzen? Ach ja. So, jetzt haben wir keine Jedi-Kräfte. Yeah. Aber wir spielen Samuel Jackson Light. Ja, nein, ich hab keine Macht mehr. Bam, 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 in your face. Bam, bam, bam. Ja. Ich schieße euch an. Ja, also sagen wir mal, es geht mit diesem Schrummschießen, aber ich mag's jetzt nicht sonderlich. Es ist halt notwendig und darum macht man's. Also, sobald ich wieder ein Jedi kann, bin ich dabei. Wobei ich auch ganz gerne die R2-Einheiten spiele. Soweit ich weiß, haben die im Nahkampf aber keinen Schuss, sondern wirklich Nahkampfangriffe. Ja, die schlagen. Das sieht voll lustig aus, wenn du mit Padme da die ganzen Druiden wegboxst. Beziehungsweise so Bitch-Slaps. Das ist voll geil. Ha? Ach so. Na, nee, da kommen wir nicht weiter. Da können wir nicht machen. Ja, ich dachte, die Midi-Chlorianer sind in jedem... Ja, sind sie ja auch. Aber nicht in jedem so aktiv. Warte mal, ich komme mal runter. Hopp. Wo geht's denn jetzt nochmal weiter? Ey, gestern habe ich's gespielt. Und heute weiß ich schon nichts mehr. Bei mir ist Instant Blind. Oh, wie soll man denn da rankommen, bitte? Mit Jaja, würde ich sagen. Oder mit einem. Vielleicht nachher noch. Mit Django vielleicht. Ah, Jetpack-mäßig. Ja. Ah, hier die Türen können wir noch einschließen. Vielleicht kriegen wir hier zumindest mit ohne Jedi den wahren Jedi. Aber was ich ja im Film jetzt echt etwas strange fand, guck dir mal Anakin an und guck dir mal Padme an. Ja. Und die kommen nachher zusammen. Herrgott, die sind vielleicht 3 Jahre auseinander. Ja, aber es sieht halt schon etwas... Ja, im ersten Teil ist es noch übel, aber dann später, finde ich, macht das... Ja, ich habe dann überlegt, so Planet und so, die altern unterschiedlich. Humanoide, meine Güte. Aber... hier geht's weiter, so. So, Humanoide, aber altern unterschiedlich, weil Planet und so. Huch, sorry. Du bist ein Neger, ich muss dich abschießen. Wer hat jetzt das Power-Up? Ich hab das Power-Up. Bam. Das Mega-Up. Nein, wir heulen jetzt mal auf, so rassistisch zu sein. Wir vor allem. Ja, wenn wir von uns sprechen, sprechen wir von uns in der dritten Person. So. Ich weiß nicht, was ihr von uns wollt. Nein, du hast es. Wir haben beide das Power-Up. Cool. Bam, 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 bam. Ich bin Tell. Yeah. Leroy Jenkins. Das ist ja... Hier, Bitch-Slap. Ach, Mann. Da, pass mal auf. Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Mann, ich will Bitch slappen. Da gehört er nicht hin. Hä? Der gehört unten hin. Hä? Wieso unten? Der auf das. Da rein. Genau. Hä? Da muss das reinschieben. Ein Schmattes gehört oben hin. Das ist Teil der Frisur. Der gehört runter. Ah ja, stimmt. Dann habe ich gestern falsch gemacht. Aber wir können eh noch nicht alle 4 Teile aktivieren, weil die noch an der Wand hängen und dafür brauchen wir Macht. Oh. Ja, das ist halt wieder Spielwert. Auch eine billige Methode, ein Spiel auf 8 Stunden zu strecken. Ja. Obwohl, komm, Lego, das macht ja einfach klar. Spaß. Man kann uns als kindisch bezeichnen, das ist scheißegal, es macht Spaß. Und jeder, der auch nur ein ganz klein bisschen ehrlich zu sich ist, hat es zumindest mal irgendwo angezockt haben wollen, etc. Was ich haben will, wenn jetzt irgendwann der Batman für Lego wieder rauskommt, also jetzt war jetzt richtig so analog Lego, also echt Lego, also so die Steine und da die Batman Serie, dann ein Batmobil, ein Lego Batmobil. Gibt's ja, das ist schon da, die Catwoman kannst du schon kriegen. Wir waren noch auch letztens in dem Lego Shop und haben doch das den Katalog gekriegt. Ja, aber genau, ich will da das Batmobil haben. Ja, und jetzt das ist ja bald Mann. Das Blöde ist, wenn man stirbt, verliert man halt die Münzen. Und ich weiß nicht, ob es im Doppelplayer so ist.
Aber im Singleplayer ist es auf jeden Fall so. Und hier brauchen wir schon wieder Macht. Okay. Ja. Also wieder so ein Ding für später.